看一下气氛吧。 Okay, jetzt kommen nochmal Clips. Ein Anime-Style. Anime-Style-Preview-Trailer. Oh, stimmt, Anime habe ich ganz vergessen. Viele Leute haben erwartet, dass es eine Anime-Ankündigung gibt. Endlich. Aber ich glaube, das kommt nicht mehr. Sie haben aber basically schon gesagt, das war's. Wettest auf Twitter rein trotzdem einige rum? Also, ehrlich gesagt. Also man kann ja wirklich kritisieren, dass es jetzt so lange gedauert hat, bis viele von den Sachen kommen. Oder jetzt halt erst kommen, nach so langer Zeit. Aber ganz ehrlich, wenigstens kommen sie endlich. Ich meine, bei vielen Sachen habe ich ehrlich gesagt, das wird niemals passieren. Wie zum Beispiel jedes Jahr ein gratis 5-Star. Habe ich ehrlich gesagt nie wirklich dran geglaubt, dass das jemals passieren wird. Dann das mit den Artefakten, dass man endlich den Main-Stat aussuchen kann. Das ist heftig. Und zwei Substats, auch das etwas, was man sich schon immer gewünscht hat. Also, vor allem, dass alles zeitgleich kommt, ist so geisteskrank. Das ist echt cool. Also im Endeffekt haben sie eigentlich alles, was ich jemals mitbekommen habe, warum Leute gesagt haben, das Game ist Müll oder whatever. Alle Sachen haben sie jetzt probiert, zeitgleich zu fixen. Und eigentlich haben sie es auch geschafft, würde ich sagen. Sie haben Artefakte verbessert, Character-Banner, Waffen-Banner. Sie haben literally eigentlich alles zeitgleich gemacht. Anniversary war immer das Schlimmste.